herzlich willkommen zum Seelenreiten Tag Nummer 95. Heute geht's weiter mit Sabi klärt auf. Das heißt, ich werde dann gleich wieder nachbetonen, wenn ich das erste Training anfange. Ja, bei mir regnet es gerade, bei mir kommt das Wetter auch endlich mal an. Ich hoffe, dass hier stört jetzt nicht so ganz doll, aber endlich regnet es bei mir auch mal. Und dann frage ich jetzt mal euch, wie sieht es bei euch aus? Ist es bei euch die Welt am Untergehen oder geht's noch? Heute soll ja richtig überall gewittern und so weiter. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie das Wetter bei euch so war. Das würde mich jetzt richtig interessieren. So, und dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich wieder über zur Nachbetonung. Und bis gleich, Leute. So, willkommen back zur Nachbetonung. Also, ihr werdet jetzt ein bisschen Regen hören und so weiter und ein bisschen Gewitter. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Also, stehen geblieben waren wir gestern ja bei der chronischen Depression und das Team, ja. Das war ja die Depressionsphase, die ja nicht in Phasen verläuft, aber die Depressionsart, die nicht in Phasen verläuft, sondern durchgehend. Wo halt die Mediziner das als Dysthymia ja bezeichnen. So. Da machen wir jetzt mal weiter. Die Form der Depression wird häufig nicht erkannt. Sogar den Betroffenen selbst erscheint ihre niedergedrückte Stimmung inzwischen häufig normal. Das erschwert ihnen auch die Erkenntnis, tatsächlich krank zu sein. Trotzdem beeinträchtigt auch eine wenig starke chronische Depression erheblich die Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und soziale Beziehungen der Patienten. Sie sollte daher unbedingt behandelt werden. Auch hier kann eine kognitive Verhaltenstherapie helfen. Noch wirksamer sind bei der Depressionsform aber Medikamente. Also praktisch gesehen ist es praktisch genauso, wenn sie das schon als normal sehen, ist es wie bei uns das Fahrradfahren. Wenn man einmal Fahrrad fahren kann, kann man es immer. Und ja, wenn man halt über Jahre lang diese durchgehende Depressionsgeschichte hat, halt diese Dysthymia-Art der Depression, aber die durchgehende, ist es natürlich auch irgendwann normal. Dann passt man sich natürlich an, dann weiß man, ja gut. Dann wissen die halt ganz genau, ja, das löst das aus, wenn ich das mache, wird das so stark, aber die kennen sich dann so gesehen schon. Es ist dann Normalität für die und es heißt natürlich, dass die dann diesen Stressphasen natürlich aus dem Weg gehen und dann die häufigsten Stressphasen sind natürlich dann, wenn es um Beziehungen geht, Streit und Krach natürlich. Dann gehen sie natürlich dann eher in die Isolation oder halt eher den Partnern aus dem Weg oder nicht aus dem Weg, sondern trauen sich dann bestimmte Themen gar nicht mehr anzusprechen, weil sie Angst haben, dadurch Stress auszulösen und dass dadurch dann wieder ein Schub passiert. So gesehen. Das ist letztendlich dann diese Dysthymia-Version davon. So. Bipolare Störung. Sobald neben den depressiven auch manische Phasen auftauchen, liegt eine bipolare Störung vor. Auch diese gehört zu den affektiven Störungen, ist aber streng genommen keine Depression. Die Betroffenen pendeln dann zwischen zwei emotionalen Polen, Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit einerseits und extreme Euphorie, Selbstüberschätzung und übertriebenem Aktionismus andererseits. Eine bipolare Störung ist oft schwerer zu behandeln als eine klassische Depression. Also praktisch gesehen ist eine bipolare Störung so, du bist in der einen Sekunde mega traurig, könntest heulen, könntest dich verkriechen, könntest in den nächsten Erdboden versinken. Und in der nächsten Sekunde bist du total glücklich, hast wirklich übertrieben glücklich, als hättest du jetzt gerade ein Lotto gewonnen, kann man so sagen. Und das ist natürlich dann schwer für andere einzuschätzen. Ist die jetzt depressiv oder hat die eine bipolare Störung? Deswegen ist das so gesehen ein Auslöser halt, passieren kann. Also der so gesehen einer Depression nachziehen kann, so eine bipolare Störung. Auf der einen Seite todtraurig, dann auf der anderen Seite total glücklich, dann wieder auf der anderen, dann wieder eine andere Sekunde total wütend und könnt jeden zusammenschlagen. Also, ja, ich kenne da eine, die hatte, glaube ich, echt eine bipolare Störung, denn die war wirklich von der einen Seite komplett traurig und dann auf einmal mega happy. Also, damit habe ich auch schon so eine Erfahrung gemacht. Nur, ich habe halt mit dieser Person nichts mehr zu tun. Aber ohne Witz, Leute, das war echt teilweise gruselig, muss ich leider sagen. Vor allem, weil ich ja zu dem Zeitpunkt nicht wusste, was sie hatte. Jetzt weiß ich, was sie da hatte. Aber jetzt kann ich mir erklären, warum sie halt so war. So. Agitierte Depression. Eine agitierte Depression äußert sich in ängstlicher Getriebenheit.
Die Betroffenen laufen unruhig umher, klagen oft über Luftnot und Herzrasen. Eine agitierte Depression wird daher als Jammerdepression bezeichnet. Also praktisch gesehen ist das wie eine Art Verfolgungswahn, würde ich jetzt das selber hier bezeichnen. Dass man vor allem Angst hat und sich natürlich dann auch wieder von jedem fernhält. Ja, und dass man halt dann öfter Luftnot und Herzrasen hat, weil man sich halt so unter Stress setzt, so unter Panik setzt, dass man natürlich dann, dass der Körper natürlich dann auch irgendwann reagiert, ne? Stresshormon halt. So, während Depressive sonst eher Schwierigkeiten haben, sich zu irgendeiner Handlung aufzuraffen, haben Menschen mit einer agitierter Depression einen ständigen Bewegungsdrang. Ihr Verhalten ist hektisch und ziellos. Ja, praktisch gesehen, es ist eine Person, die kann nicht sitzen. Die kann nicht einfach so, wie wir zum Beispiel jetzt sagen, ja gut, wir gehen jetzt, wir setzen uns einfach aufs Sofa, machen den ganzen Tag gar nichts. Das ist für die qualvoll. Für die Leute, die das haben. Die können nicht sitzen. Ich weiß, ich habe meine beste Freundin zum Beispiel, die läuft auch den ganzen Tag durch die Gegend. Aber die hat keine Depression. Die hier ist einfach ein Mensch, der einfach auch dermaßen gerne sich bewegt und so weiter. Weil sie es halt auch von der Familie her kennt und so. Deswegen hier kann ich bei ihr nicht sagen, dass sie eine Depression hat. Das hat sie auch nicht. Aber das ist halt auch so eine Form halt. Nur halt, dass es bei depressiven Leuten, aber mit einer agitierten Depression natürlich noch häufiger ist. Also, die sitzen noch nicht einmal eine Sekunde und dann wollen sie schon wieder bewegen. So kann man sich das vorstellen. Wie so eine Maschine. Die verhalten sich wie eine Maschine, die ständig was tun muss. Man kann praktisch sagen, das sind arbeitswillige Leute. Also Leute, die übertrieben gerne arbeiten, die außer Arbeit nichts anderes kennen. Ich glaube, die könnten darunter vielleicht leiden, wenn die ständig was tun müssen. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung, ne? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist einfach nur eine Vermutung. So, dann gibt es hier noch die atypische Depression. Im Unterschied zur klassischen Ausprägung einer Depression lässt sich die Stimmung bei der atypischen Depression durch positive Ereignisse verbessern. Weitere Anzeichen sind gesteigerter Appetit und ein starkes Bedürfnis, tagsüber zu schlafen. Die Betroffenen geben sich häufig sehr theatralisch und sind leicht zu kränken. Auf gut Deutsch gesagt, sobald du irgendwie sagst, du bist scheiße, sind die total durch, total traurig und mit denen kann man nichts mehr anfangen. Aber sobald irgendwas Positives passiert, sind sie wieder happy und als wäre nichts gewesen, kann man ungefähr sagen. Aber so ungefähr würde ich das jetzt selbst bezeichnen. Ich zum Beispiel bin manchmal so eine Person, sobald man zu mir sagt, du bist scheiße, nehme ich mir das so dermaßen zu Herzen. Ob es nun ein Witz war oder nicht, ich nehme mir das so dermaßen zu Herzen, dass man mich den ganzen Tag vergessen kann. So ungefähr. Ja. Die atypische Depression ist nicht selten. Etwa 13-36% der depressiven Patienten sind davon betroffen. Diese depressive Störung tritt überwiegend bei Frauen auf. Ja. Aber ganz ehrlich, wir machen uns sowieso wegen jeder Kacke Gedanken. Also, dass wir unter sowas leiden, wundert mich gar nicht, um ehrlich zu sein. Denn wir machen uns, wie gesagt, immer über sämtlichen Blödsinn Gedanken und stressen uns damit sehr. Deswegen, Frauen, an alle, die mich hören, werdet ein bisschen entspannter, auch wenn ich selber das erstmal lernen muss. So. Depression, Krankheitsverlauf und Prognose. Depressionen verlaufen individuell, ganz unterschiedlich. Den meisten Menschen, die unter einer Depression leiden, kann aber auch durch eine konsequente Behandlung gut geholfen werden. Das gilt auch für ältere Menschen. Die Therapie ermöglicht es, depressive Episoden zu durchbrechen oder vollkommen abklingen zu lassen. Eine Depression heilen ist also möglich. Unbehandelt ist die Wahrscheinlichkeit allerdings hoch, dass eine Depression über Monate oder Jahre bestehen bleibt. Dies gilt insbesondere für schwere Depressionen. Je früher die Behandlung begonnen wird, desto besser sind die Aussichten. Ein Drittel der Betroffenen erlebt nur einmal im Leben eine depressive Episode. Die Chancen dafür stehen besonders gut, wenn sie frühzeitig adäquat behandelt werden. Mit jedem Rückfall steigt allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass weitere depressive Phasen auftreten. Besonders schwer zu heilen sind chronische Depressionen. Sie werden nicht selten zu lebenslangen Begleiter und bedürfen ständiger Behandlung. Ihr habt's gehört. Umso früher man das bei euch erkennt, aber für die Leute, die vermuten, dass sie das haben, geht zum Arzt, lasst es checken, denn wie ihr gerade merkt, umso früher es behandelt wird, desto besser sind die Heilungschancen und desto weniger quält ihr euch damit. So,
Jetzt bin ich aber erstmal wieder fertig, denn ich habe gleich die Mission hier geschafft. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Thema oder irgendwas noch nicht ganz klar war, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich versuche das dann beim nächsten Video nochmal drauf einzugehen. Allgemein irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne fragen. So, bis gleich! Jo, ich würde mal sagen, jetzt bin ich es wieder richtig, nicht in Nachbetonung. Das war doch mal eine richtig heftige Höllenmaschine. Da habe ich ja mal ordentlich Gas gegeben. Und ja, bei mir ist immer noch ASMR. Und ja, da wir jetzt ja eh schon mit allem durch sind, kann ich dann jetzt auch gleich die Verabschiedung hinterherhängen. Leider haben wir gerade, während ich nach GH gelaufen bin, einen richtig schönen Donner verpasst. Und leider ist er jetzt momentan nicht wiedergekommen. Aber naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch da draußen in Deutschland und Österreich und so weiter, wo es Gewitter ist, gut geht, dass es bei euch nicht die Welt untergeht. Und ja, bei mir ist gerade definitiv Regen angesagt gerade und ja, endlich können sich die Pflanzen mal wieder erholen. So, dann mache ich jetzt dann noch Fairbox Crafting, vielleicht kriegen wir da ja noch einen schönen Donner drauf und ja, dann bis gleich, Leute.